Yes, something is arriving here. Okay, guten Tag. Es tut mir leid, es gab technisches Problem nach Weihnachten. Okay, das war unerwartet. Ja. Aber frohes neues Jahr, zumeist Happy New Year. So, Christian, hast du etwas zu sagen? Nein, nur frohes neues Jahr. Nein. Okay, gut. Ha, es war stressig. So, for digital teaching, es ist immer nicht einfach. Es gibt natürlich Probleme. So, vor ein paar Wochen haben wir fast kein Problem, wenn YouTube hatte viele Probleme. Aber jetzt habe ich ein kleines Problem mit meinem macOS. Aber jetzt können wir weitergehen. Ja? Gut, was haben wir vor Weihnachten gesprochen? Wir haben das addiert, Serienaddiertwerk geguckt. Und für das Serienaddiertwerk brauchen wir einfach nur ein Register. Entschuldigung, ein FreeFlop. Dieser FreeFlop haben wir mit JK FreeFlop benutzt und jemand hat letztes Jahr mir gefragt, ob ich weitere Beispiele geben kann, aber ich habe versucht, das ist fast gleich wie hier. So, was haben wir in diesem FreeFlop, in diesem Schatzwerk? Gemacht, war einfach mit dieser Tabelle zu benutzen. Wir kennen schon, wir haben Z-Art X und Y und Z-Art ist unser Zustand und unser neuer Zustand ist C9 und was brauchen wir ist ein Schattennetz einfach mit ein Schattennetz mit solchen Zustand zu kontrollieren. Ja, so, das finde ich nur interessant, wenn wir alle zusammen Kombinationen hier benutzen. Ne? Zusammen nur bis 1, 1 und 1. Ja? Der Rest ist gleich. Okay? So, das haben wir schon fast ein paar schon benutzt. Hier ist 1 plus 1 plus 1 plus 0 und dann bekommen wir hier aus 0, das ist 0 plus 1 plus 0, dann hier ist C ist 0, dann ist 0 plus 0 plus 1, dann C ist 0, ist 0 plus 0 plus 0, dann ist C 0, dann ist hier 0 plus 1 plus 1. Ja? So, das ist fast gleich wie die alle Kombinationen wir benutzen können. So, deswegen erkläre ich noch einmal mit diesem Beispiel. Okay. So, was wollen wir? Hier ist einfach so: wir haben zusammen drei Funktionen hier zu benutzen. So, eine ist C-Art
zusammen 4. So c at x und y, dann bauen wir c 9. Und dann c at x und y bauen wir s. Und dann bauen wir die 2 jk um die Zustandwechsel von c at zu c 9 zu kontrollieren. So, was bauen wir? Ist einfach 3 Funktionen. Eine Funktion für j, eine Funktion für k. Und die zwei Funktionen zusammen, j und k, können wir um c at zu c 9 zu steuern. Hm? Und wir bauen natürlich auch s, das Summenbit. Und s haben wir schon früher kennengelernt. S ist einfach c at exclusive of x, exclusive of y. Und j und k haben wir auch mit KV-Diagramm schon geguckt. So j ist x und y und k ist nicht x und nicht y. So wenn wir direkt die drei Funktionen mit Schachtelnetz entwickeln, dann können wir direkt mit cs ist c exclusive of x, exclusive of y, dann sehen wir direkt schon hier. Okay, so dieser Teil ist S. Okay, dann J ist einfach X und Y. So, das J sehen wir direkt hier. Und K ist nicht X, nicht Y. So, das ist gleich wie J, aber mit zwei Negationen Skater. Yeah. Okay. So, aber natürlich, hier bauen wir C-Art. Hm? So, was ist C-Art? C-Art ist für uns ein Free-Flop. Es bedeutet, wir sollten jetzt noch einmal hier gucken. So, C-Art, jetzt bauen wir ein Free-Flop. Hm? So, das bauen wir ein bauen wir ein Free-Flop mit JK und dann das ist unser Zähler. So hier ist Q und hier bauen wir ein Tag. So das sieht so einfach hier aus. Es bedeutet, jetzt haben wir Zähler aus Q hier bekommen und dann haben wir den Schatzwerk schon richtig entwirft. Dann gucken wir noch einmal mit einem Beispiel. Mit einem Beispiel. So, wir haben zwei B-Vektoren. Eine ist nur 1, nur 1, 1. Andere ist nur 1, nur 1, nur 1. Okay. Nehmen wir an, dass wir mit Zustand nur fangen. Okay. So, es bedeutet, dass Q hier ist zurzeit nur, okay, dann wir haben nur plus 1 plus 1. Okay, dann jetzt gucken wir, wie funktioniert jetzt. So, hier ist nur, dann das nur plus 1 plus 1, dann hier ist exclusive, exclusive, exclusive hier. Dann bekommen wir S aus nur. Dann haben wir jetzt hier ist J ist X und Y. So J jetzt hier ist 1. K ist nicht X und nicht Y. So hier ist nur. Dann bekommen wir. So J ist 1. K ist nur. So hier ist 1 nur. Es bedeutet, dass nach einem Tag, im nächsten Tag, Q wird 1 sein. Ja? So hier. So, jetzt sehen wir hier. Ja? Es bedeutet, dass Q ist immer für uns das Carry Bit. Ja? Okay, dann C ist 1. Dann in nächster Stufe 1 plus 0 plus 1. Ja,
So, dann 1 plus 0 plus 1. Dann das können wir jetzt hier, s ist 0. Und dann sehen wir noch einmal. Hier, so, hier ist x und y. So, hier ist 0. Dann hier ist nicht x und nicht y. So, nicht, so, das ist hier auch 0. So, 0 und 0. So, j ist 0. K ist 0. Es bedeutet, dass Q bleibt wie früher. Also, Q ist jetzt auch 1. Okay? So, es bedeutet, jetzt Q ist noch 1. Dann haben wir 1 plus 0 plus 1. Dann, das ist 1 plus 0, das ist 1 nur 1, das ist gleich wie früher, fast gleich wie früher. So, dann bekommen wir J hier noch 0, K hier auch noch 0. Dann Q bleibt wie früher, so ist auch nur 1. Dann gehen wir weiter, jetzt ist 1 nur 0. Dann J ist x und y, so hier ist 0. K ist nicht x und nicht y, so hier ist 1, so nur 1. Können wir jetzt ist hier, es bedeutet, dass in nächsten Takt bekommen wir in diesem Flip-Flop Q aus 0 zu wechseln. So Q ist dann next 0. Okay, dann gehen wir weiter. So, jetzt haben wir hier 0. So, Q ist 0. Dann hier x und y. Das ist 1. Hier ist nicht x und nicht y. Das ist 0. So, 1 0. Das ist hier. So, im nächsten Tag Q wird zum 1 gewechselt. So, dann gehen wir weiter. Q ist jetzt 1. Dann hier ist 1 plus 0 plus 0. So hier J ist x und y. Hier ist 0. K ist 1. So 0 1. Das bedeutet, das Bit am Ende ist 0 mit Carry Bit. Okay. Gut. So dann am Ende bauen wir auch die zwei Nullen. Im letzten Tick ist es wichtig. Weil bauen wir. Ich habe einen Namen zuerst gemacht, dass der Zustand von diesem Register ist mit Null angefangen. Ja? So bauen wir eine Initialisierung. Und diese Initialisierung können wir mit der Einzigeingabe nur geschaffen. So, warum so? Das bedeutet, auf jeden Fall, wenn Q-Art nur oder 1 ist, müssen wir zum nur setzen. Ja? Diese Initialisierung wollen wir den ein Initialisierung, so dass der Zustand von Free-Flop ist nur. So es bedeutet auf jeden Fall von dem alten Zustand wollen wir im neuen Zustand nur. Dann gucken wir, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Q-Art ist nur oder Q ist 9 und dann bauen wir Q9 aus 0. So es bedeutet, wir bauen J aus 0 und K aus 1. Okay. So JK muss J muss 0 sein und K muss 1 sein. Okay? Wenn J muss 0 sein und K muss 1 sein, dann können wir einfach über die Tabelle noch gucken. So, es bedeutet, wir brauchen diese 1 und diese 0. Und die 2 sind einzig, wenn x und y beide 0 sind. Ja? Gut, so,
Es gibt eine Frage, kann der Initialzustand auch 1 sein? Wenn der Initialzustand 1 ist, dann haben wir immer ein Carry Bit angefangen. So, das ist falsch. Das ist nicht richtig für dieses Beispiel. Das ist vielleicht richtig für andere Schatzwerk, aber nicht für dieses Schatzwerk. Okay, gibt es Frage? Wenn nein, dann haben wir ein ganz klein und frag addiertes Werk geschafft. So, es ist sehr klein und frag und auch ganz sehr leicht zu initialisieren. Ja? Aber es ist extrem langsam. So, es, wenn wir ein Bit addieren mussten, dann brauchen wir einen Tag. Und warum ist das Schatzwerk so langsam? Das ist schon bekannt. Das ist wegen der Übertragsbit. Weil das Übertragsbit schon unbekannt ist, können wir nicht weiter berechnen. Wir haben früher von Addierungswerk schon geguckt. Und wir haben auch mit Carry Look Ahead Addierer schon gemacht. Die Frage jetzt hier ist, können wir gleich Konzept von solcher Schwierigkeit zu verbessern. So, müssen Übertrag so langsam dauern? Das ist nicht immer so. So, wir wissen schon, dass Überträge werden nur manchmal und lange weiter gereicht. Das Problem, die Frage ist, ob wir ein Schatzwerk bauen, das nur manchmal langsam ist. Es kann sein, dass es langsam in the worst case, aber das ist schnell genug in meisten Fällen. Ja? Das Problem jetzt ist, unsere Automaten können das zunächst nicht machen. Wir brauchen einen neuen Automaten. Okay, so deswegen brauchen wir eine Modifikation von unserem Automatensmodell. So, für unser neue Automaten haben wir zwei neue Eigenschaften. Zum ersten, wir erlauben eine Eingabe Y, das ist eine Leereingabe Y, und wir signalisieren am Ende der Rechnung durch Rechnerendzeichen. Und das ist ganz neu für uns, und wir sollten über die Rechnerzeit mit genau gucken, und die Rechnerzeit kann von der Eingaben abhängen, und das ist nicht nur von der Eingabeslänge, und wir haben später ein paar Fragen natürlich auf Slido zu stellen. Ja, so, wie wollen wir vorgehen? Das ist nicht schwierig, das Konzept haben wir schon benutzt. Wir haben zwei Bitvektoren mit einem Bit. So, einer ist x, andere ist y. So, wir können die zwei Bitvektoren einfach mit zwei Eingaben Alphabets im Automaten schreiben. So, es bedeutet, wir haben diese Automaten x mit einem Bit und y mit einem Bit. Ja? So, dann brauchen wir, was können wir interpretieren? Das ist einfach, die zwei Bitvektoren zu addieren. Dann, was ist unsere Aufgabe? Wir haben die zwei n Bit
Informationen aus Eingaben. Und was brauchen wir? Ist einfach die zwei Ausgaben, x prime und x, x stick und y stick zu ersetzen, erzeugen, so dass x plus y ist gleich wie x stick plus y stick. Es bedeutet, wir addieren die zwei Big Vektoren gar nicht. So, es soll sein, so z soll x plus y. Es bedeutet, wir haben die 2 z plus nur ist x plus y. Was bauen wir jetzt hier? Ist einfach so, dass was bauen wir jetzt hier ist einfach so, dass wir sollten z plus nur ankommen, aber dazwischen wollen wir zum erst x zum x stickt und y zum y stickt. Und was sollten wir garantieren, ist einfach. So, x plus y muss immer gleich wie x stick plus y stick sein. Ja? So, was wollen wir jetzt ist, dass wir ersetzen x und y durch x stick und y stick mit x plus y gleich wie x stick plus y stick. Solange bis y stick gleich wie nur geht. Ja? Das ist ein Konzept. Ja? So, was können wir machen? Ja? Wir kennen es schon vom Hub-Addieren. Das haben wir auch mit Varis Tree schon benutzt. Wir haben x plus y, dann erzeugen wir zwei Bits, s und c, und dann das x plus y ist gleich wie 2 mal c plus s. Und was können wir sagen? Dass x plus y ist gleich wie c nach links ein Bit und dann plus s. Dann ersetzen wir, mit c bei x stickt und s, Entschuldigung, ersetzen wir s bei x stickt und c bei y stickt. Okay. Dann können wir weitergehen. So, wir können weitergehen, wenn y stick nicht nur ist. Okay, so, gut, ja. So, das können wir machen, ganz im Parallel. So, wenn wir ein Bit haben, dann können wir solche addierend einfach im Parallel zu setzen. So, was bekommen wir jetzt ist ein Fat. So, wir haben zusammen 4 Bits hier vor diesem Beispiel. So, wir haben x nur, x plus y. Dann haben wir x3 plus y3. Dann bekommen wir s3 und z3. Okay? So, dann s3 ist hier, z3 ist hier. So, die 2 hat ein, müssen wir ein Bit nach links verschieben. Dann bekommen wir jetzt die zwei Bit-Vektoren. So, haben wir hier und hier. Und die zwei, dieser Bit-Vektor ist mit x stick und dieser Bit-Vektor ist mit y stick. Dann haben wir noch ein zusätzliches Bit vom Übertragsbit. Das ist ein Problem, aber kein, nicht ein großes Problem. Das Übertragsbit können wir mit ein zusätzliches Bit darstellen, ein zusätzliches Bit
speichern. Ja? Dann, was wollen wir jetzt ist, so, wir benutzen die n-Hub-Addierer ganz im Parallel und dann wir berechnen x0 plus y0, y1, x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3 im einen Tag. In einem Tag. Und dann bekommen wir die Ausgaben x-Stick und y-Stick und das Übertragsbit. Und dann bekommen wir diese zwei Informationen. Dann ersetzen wir jetzt x mit x-Stick und ersetzen wir jetzt y mit y-Stick. Und schreiben wir das Übertragsbit einfach so. Und dann bekommen wir schon die zwei neuen Big Vektoren, x und y. Und wenn y nur ist, die n-Bits von y nur sind, dann ist die Berechnung fertig. Wenn nein, dann machen wir weiter im nächsten Schritt. Es gibt eine Frage, wie verschieben man Z nach links? Das schieben wir einfach mit Schatz weg. Okay? So, dann es gibt noch eine Frage über das Übertragsbit am linksten. Ja? Es, klar, potenziert kann in jedem Tag vorne ein Übertrag entstehen, aber wir haben zwei Bit-Vektoren. Es gibt höchstens nur einmal übertragen. So, das ist kein Problem. So, wann ist diese Rechnung fertig? Das haben wir schon gesagt. Das ist einfach die Rechnung fertig, wenn y nur ist. Okay, dann haben wir schon diese Idee gesetzt. Die Idee ist von Neumann, von Professor John von Neumann und ist sogenannten Neumanns addiert Werk. Die Idee ist wie folgt. Das Schatznetz bekommt direkt summend komplex und wenn wir ein Bit haben, dann haben wir und Hub-Addierer zusammen im Parallel gearbeitet. Und es gibt eine Eingabe mit Y, das ist eine zusätzliche Eingabe. Wenn wir diese Eingabe bekommen, dann müssen wir weiter berechnen. Das bedeutet, die Rechnung ist noch nicht fertig. Und das rechnende Zeichen signiert am Ende der Rechnung. Und jeden Tag ersetzen x und y durch x-Stick und y mit x plus y gleich wie x-Stick plus y-Stick. Und ja, das haben wir mit Hub-Addierer schon einfach benutzt. Und unsere Hoffnung ist, dass diese Addierwerk ist oft schnell. Wie können wir das Bit nach links, das Carry-Bit nach ein Bit nach links verschieben? Das machen wir einfach so. So, wir haben hier ein Beispiel mit drei Bits. So, x1 plus y, jeder hat drei Bits. So, dann haben wir ein Hub-Addierer, so x plus y, hier, so hier ist x nur plus y nur, dann bekommen wir zwei Bits, so hier ist s, hier ist c, okay? So, dann c schieben wir nach links, so wo verschieben wir, das ist einfach zu y1. So, c schicken wir aus Eingabe zum y1. Okay? Dann s geht zurück zum x0. Es bedeutet x
Nur ist einfach S und Y1 ist dann Z hier. So, hier ist S nur, hier ist Z nur. Dann haben wir ein Bit nach links verschoben. Okay, dann das ist gleich hier. So, das ist X1 plus Y1. So, hier ist S und hier ist Z. Dann hier ist X2 plus Y2. So, hier ist S und hier ist Z. Das Übertragsbit hier sollten wir mit einem zusätzlichen Bit U hier benutzen. Hier, das stellen wir mit Overflow-Bit hier. Okay, dann gucken wir einfach so, ob jetzt hier Overflow gibt. Und hier, wenn Y, wenn die drei, wenn die drei Bits Y0, Y1 und Y2 alles nur ist, wenn hier, wenn D1 ist, dann sollten wir weitergehen. Wenn D hier nur ist, dann ist die Rechnung schon fertig. Okay, dann gibt es Frage. Okay, I'm not exactly sure which question this means. Christian, do you know when this question was asked? Just a minute ago. I also don't see a connection. Okay. Well, two points. If the question is the general purpose, the where do we need flip flops, then you should go back to read the slides or listen to other earlier lectures. If the question is about when we need the flip flops for this adder, then you can ask. I think you already understand that now, right? So if you still don't understand this, please ask again. Yeah? Wie wird dieses R mit einem flip flop dargestellt? O ist ein Bit mit Flip-Flop. So, es bedeutet, wir schreiben einfach zum O. Und wann das brauchen wir, müssen wir natürlich aufpassen. Hier ist eine Schleife. Warum so? So, wie kann ich erklären? Okay. So, das ist, I explain this by the English, okay. When we calculate x plus epsilon, x plus y, then we get this x prime plus y prime, and we have this carry bit, all right? When we calculate this the first time, it's all in the first iteration may already be set to 1. That means that you already have this overflow bit set to 1. Now in the second iteration, when you calculate x prime plus y prime, or the new x plus y, then your output would be a 0. But since this overflow bit would always be maintained at the during the calculation, so when you have already set the bit O from 0 to 1, it will just be always 1. It will never be reset to 0. So you need to maintain this status. That status implies that when you look at this carry bit and the status of O, this flip-flop O is set to 1 only when O itself is 1, or the C, the carry bit here, is set to 1. So you need an OR gate here. Okay, so here is a flip-flop over here, because
Otherwise, if you just directly set the curry bit to all, then you would reset the curry bit from 1 to 0 in the next iteration over here. Hope this answers the question. Christian, can you help me explain this part in German? Also es geht in der Darstellung jetzt darum, dass man, sobald das Carry-Bit einmal auf 1 ist, das immer auf 1 bleiben soll. Deswegen ist diese Schleife hier, wo eben das gespeicherte Carry-Bit wieder zurück in das Oder-Gatter geht. Und wenn man das jetzt am einfachsten zum Beispiel mit einem D-Flip-Flop realisiert, also dieses O wäre ein D-Flip-Flop, dann würde ja quasi eine 1 immer hinten rauskommen, vorne wieder eine 1 reingehen und der Wert dieses Flip-Flops würde immer 1 bleiben. Wenn man das jetzt mit einem anderen RS- oder JK-Flip-Flop macht, dann muss man eben die kompliziertere Ansteuerung dafür bauen, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ja, okay, gut, danke. Das haben wir schon geguckt, ja? So Initialisierung, ja. Gut. Is this Neumann met by the Neumann, who had the self-replicating spacecraft hypothesis? It's a good question. I don't know who had this self-replicating spacecraft hypothesis. Do you know that, Christian? No. No, I'm sorry. But John, but it should be easy to find out. It should be, you can easily Google it. Okay, Professor John von Neumann from Princeton is a pioneer of computer architectures and computer structures, so it should be not difficult to find the link. I have no clear idea about the self-replicating spacecraft hypothesis. Okay, I'm sorry for that. Good, so then I think we got ready to start our question. The first question. I think we should have asked, I think we should have asked a question before we go to the Q&A. We can go back. It's all done in manual now. Ich erkläre später mit diesem Beispiel. So wir haben ein paar Fragen hier, okay. So, die erste ist nur plus 1, 1, 1, 1. Was ist der nächste, Christian? The inverse. 1, 1, 1, and 0, 0, 0, I guess. Okay, the next is 1, 1, 1, 1 plus 0, 0, 0, 0, 0. Und dann, der nächste ist... Second. Können wir schon... 1, 1, 1, 1 und 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1 plus... So wir haben jetzt hier 0, 0, 0 plus... I'm in a slow mode here. Christian, can you type
all of them, and for students who have already finished the first one, they can continue with the next few in the background. Yeah, thank you, Vita. Also the optimality question? Yeah. And the longest? Yeah. Okay. Next, ice. Pulse, no. So, was bedeutet S, X und Y durch X Stick und Y Stick zu ersetzen? Das bedeutet, wir benutzen diese Gleichung. X plus Y ist immer gleich wie X Stick plus Y Stick. Und unser Ziel ist das, nach ein paar Stufe Y Stick wird ersetzen wir x durch x Stick und y durch y Stick. Ja? Und unsere Hoffnung ist, dass nach ein paar Schriften dann bekommen wir ein y Stick nur und dann ist die Rechnung fertig. Okay, gut, dann ich glaube, dass wir haben noch eine.
Es tut mir leid. Dann gehen wir noch weiter. So, jetzt ist 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1. Okay. So x plus y. So 1 plus 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1. So nach einer Stufe, dann, ja, wir machen sofort. Ja. Okay, ich glaube, dass wir haben genug Zeit schon benutzt. Gehen wir zurück. So, das ist nur plus 1, 1, 1. Vier Stufe. Gucken wir, ob es richtig ist. So, x ist nur, y ist 1, 1, 1, 1. Dann schreiben wir jetzt hier, so, das Summit, hier ist nur plus 1, ist 1, 1, 1, 1, das carry bit. Hier ist nur. Dann wollen wir natürlich diese nur am Ende. Okay. Und haben wir ein Bit, das Carry Bit. Das Carry Bit. Das ist unser Übertrags Bit. Ja? Or oder Ü. Ja? So, dann S setzen wir zum X und dann C hier zu Y. Okay, so wie viele Stufe ist es? Das ist eine. Okay, dann gehen wir zu Next. So, wie viele Schritte braucht das dieses Werk bei der Eingabe 1, 1, 1 plus 0. Dann es gibt Stufe 1, 4, 0, 5, 3, 2. Okay, da gucken wir jetzt. So, es ist x ist 1, 1, 1, 1, 1, 1, y ist 0. Das ist sofort fertig, weil y nur ist.
Das bauen wir kein Krack. Die wirklich ein ist nur. Okay, dann gehen wir weiter. Das 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1. Das vielleicht bauen wir ein bisschen stiefer, aber wir gucken jetzt. Also hier. So, mal jetzt hier. So, es ist 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1. Dann machen wir x steckt und y steckt und das Übertragsbit. Okay, so x steckt, das Sum, so 1 plus 1, hier ist 0, dann 0, dann 0, dann 0. Dann Y steckt das Carry Bit. Am Ende hier ist nur. Und dann. Hier ist 1 plus 1 ist 1 nur. So hier ist 1. 1 plus 1 ist 1 nur. Hier ist 1. Hier ist 1. Und hier ist auch 1. Okay, so dann diese zum x, diese zum y und y ist nicht nur, dann machen wir weiter, die 2, dann, das ist x, weil x zweimal steckt, so hier ist dann nur plus nur. So, das Sumbit ist nur 1, 1, 1. Dann das Y steckt. Das ist nur, nur, nur. Und natürlich das Übertragbit gleich wie 1. Okay. Dann baue ich ein nur hier. Auch. Das setzen wir zum X. Dann setzen wir zu Y. So, dann Y ist nur, bauen wir 1, 2 Stufe. Okay. Gibt es Frage? Tag. Okay. So wir benutzen, wir haben, so zum Beispiel, Entschuldigung. Was meint man mit Schritte? So es ist ein Tag. Es ist ein Schritt. Okay. So wir haben FreeFrog benutzt. Deswegen wollen wir Takt zu bearbeiten. Ja? So wie viele Zyklus bauen wir später, sagen wir. Warum ist 1 und 1 nicht 2, sondern nur 1 plus 1 ist 1 nur, das Carry Bit ist 1, das Sum Bit ist nur. Ja. Warum ist das Carry Bit am Ende nur? Das Carry Bit, das Carry Bit am Rest, am Rest ist immer nur. Das Carry Bit müssen wir nach links ein Bit verschieben. Deswegen am Ende ist immer nur. Wie kann man der ADS-Werk es in einen oder in nur Schritten berechnen? Wenn der Hub-Addierer immer auf
Curry Bit warten muss. Wir können einfach, okay, wenn sie so machen, dann ist mindestens 1 und dann sie bauen alles mit plus 1. Ja? Aber das ist, sie können einfach überprüfen, ob y nur ist. Wenn y nur ist, dann setzen wir die schon fertig gemacht. Das benutzen wir nur. Im letzten Beispiel hat Professor Chen da eine Stufe übersprungen oder wie kommen X Stück Stück und Y Stück Stück Zustand. Okay, so das ist, dann ersetzen wir X durch X Stück, ersetzen wir Y durch Y Stück. Hier benutze ich einfach X Stück Stück, weil hier habe ich schon x Stück benutzt. Ja? Aber natürlich, du kannst einfach hier mit der x Stück oder y Stück benutzen. Das ist gleich. Ja? Ich habe nur eine andere Symbol benutzt. Ja? Aber keine Stufe überspringen. Übersprungen. Ich habe einfach gedacht, es vielleicht einfacher ist, wenn ich x Stück Stück und y Stück Stück benutze. Aber das ist nur meine Meinung. Warum bezugsweise an welcher Stelle im Schachtnetz wird klar, dass angebrochen wird? Das habe ich nicht dargestellt. Es zur Zeit, dass wir gehen zurück hier. Dass wir benutzen das Adias Werk, wenn dir ein Command gibt. Ja? So, wenn ihr nur gibt, dann schalten wir diese Rechnung aus. Ja. Das habe ich nicht dargestellt. Gut, gibt es noch Fragen über das Schachtnetz? Schachtwerk. Wenn nein, dann gucken wir noch über die drei Fragen hier. 1, 2, 3. So, 1, 1, 1 plus nur, brauchen wir nur Schrift. Dann nur plus 1, 1, 1, 1 brauchen wir ein Schrift. Dann 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1 brauchen wir zusammen zwei Schriften. Die nächste Frage ist, wie viele Welche Eingabe braucht die meisten Schritte zum Berechnen? Das Overflow Bit ist nur für die Rechnung, zu richtig zu benutzen. Ja. Das ist nicht wichtig für das Adias-Werk. Dann gehen wir auch zurück zu Folien. Das habe ich auch in Folien mit 6 Bits gesetzt. Das hier ist 1, 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das ist gleich wie früher. So, wenn wir die zwei Bit-Vektoren addieren, dann bekommen wir das Summe B
Bit hier ist 1 plus 1, ist 0. Dann 1 plus 1, das Summer Bit hier ist immer 0 hier. Und das Carry Bit hier ist 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und dann bei Y ist nicht 0, dann gehen wir weiter. Dann nach 2 Tacken und nach 2 Schriften, dann haben wir fertig gemacht. Okay, dann hier ist nur plus 1, 1, 1. Dann bekommen wir, bauen wir einen Tag. Und dann gehen wir so, welche Eingaben braucht die meisten Schritte zu berechnen? Ja. Dann kriegen wir jetzt schon 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1. Das wollen wir 2 Takte. Und 1, 1, 1, 1 plus nur wollen wir nur Takte. So, die zweite ist nicht eine gute Lösung. Dann nur 1 nur plus 1 nur 1 nur 1. Dann das Sommerbit x nach einem Tag ist 1 1 1 1 1. Dann y ist nur. Dann ist schon fertig. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht am schlechtesten. So, wir haben nur die zwei Kandidaten. 1 1 1 1 plus 1 1 1 1. Oder 1, 1, 1, 1, 1 plus nur 1. So, dann, diese bauen wir zwei Takte. So, 1, 1, 1, 1 plus nur 1. Haben wir immer das Problem, dass wir sollten weitergehen. Ja? Das stelle ich jetzt mit 6 Bits hier. So, dann hier ist x, hier ist y. So, 1, 1, 1, 1 plus nur 1. Dann gehen wir nach einem Tag. Das ist das Carry Bit, hier ist 1. Und x hier ist das letzte Bit ist zu 0 gesetzt. Und man wird y ist noch nicht nur, dann sollten wir weitergehen, sollten wir weitergehen, sollten wir weitergehen, sollten wir weitergehen. Hm? Mit 6 Bits hier bauen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte. Bauen wir zusammen 6 Takte. Hier bauen wir, wenn wir 4 Bits bekommen, dann bauen wir 4 Bits hier. Das bedeutet, die richtige Lösung ist 1, 1, 1, 1 plus nur 1 hier für diese Frage. Ja, es gibt eine Frage über Folien 154. Was ist 154? Okay, was wird bei den Neumann Addierer auf Folien 150 eingegeben, dass x, y entsprechen nicht denen zu den Addiererzahlen? Ja, das habe ich auch nicht dargestellt. Das ist nur ein Konzept, das benutzen wir hier mit die zwei, mit die, für die Rechnung. Aber natürlich bauen wir zum Beispiel auch x und y initialisieren und bauen wir einfach zwei initialisierend Steuerung. Bauen wir auch Data Pairs für Steuerung, um die zwei Eingaben zu setzen. Das haben wir hier nicht dargestellt.
Gut, aber das ist eine gute Beobachtung. Okay, so wie ist das jetzt nochmal mit dem Übertrag nach der ersten Shift bei x ist 1, 1, 1 und y 1, 1, 1, 1. Okay, so gucken wir jetzt hier, so die 2. So, das ist 1, 1, 1, 1, 1 plus 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja. Dann, wir haben das Übertragsbit hier schon aus 1 gesetzt. Okay, dann machen wir die 2 x plus y. Dann hier das Carry-Bit hier, so nur plus 1, 1, 1, 1, 1, nur. Das Carry-Bit vom Ende ist nur. Es bedeutet jetzt, nach der Berechnung bekommen wir das Bit hier ist nur, aber hier ist 1. Ja? Hier war schon früher 1. Hier ist schon 1. Deswegen benutzen wir in dieser Steuer weg. Das ist, müssen wir immer überprüfen, ob das Carry-Bit war schon früher aus 1 gesetzt oder müssen wir zum 1 wechseln. Wird bei 1, 1, 1, 1 plus nur 1, nicht C1 zu 1 und damit D zu 1. Was ist diese Frage? Ich verstehe. Okay, gut. Christian hat es schon beantwortet. Okay, so wir sollten weitergehen. Wir haben schon genug Zeit hier gebraucht. Gibt es noch Fragen? Oh, Entschuldigung, ich sollte nicht diese Frage stellen. Ja, dann gehen wir weiter. Okay, so das Neumanns Addierwerk kann extrem schnell sein und kann extrem langsam sein. Ja? Wir haben die Fehler schon geguckt. Best Case ist ganz schnell, nur Takte. Worst Case ist ganz langsam, ein Takte. Und es gibt natürlich die zwei, nicht nur die zwei Möglichkeiten, auch verschiedene Möglichkeiten dazwischen. So, was ist typisch? Dann bauen wir Average Case Analyse. Und das heißt Durchschnitt Rechnerzeit. Das Problem jetzt hier ist, welche Verteilung über die Eingaben sollten wir annehmen. Ja, das ist nicht die Thema für diese Vorlesung. Sie bekommen die Kenntnisse von Discrete Mathematics oder im Tab 2. Ja. Das ist gleich wie Quicksort, auch gleich wie Average Case Analysis in Randomized Algorithm. Das können wir ungenau gucken. Typischerweise haben wir 50 nur und 50% 1-Stellen. Es bedeutet, wir können nach einem Tag die Größe vom Problem durch 2 setzen. Das bedeutet, wir können erwarten, dass nach log 2 n Tagen können wir die Rechnung fertig machen.
als ich schon gesagt, das ist nicht wichtig für unsere Struktur und Vorlesung. Natürlich, das kann man genau analysieren mit randomized algorithms, auch mit amortized Analyse. Aber dann gucken wir jetzt hier nicht weiter über die Mathematik hier. Okay, gut. Dann haben wir es schon geschafft. Wir haben diese Synchron-Schaltwerk über Automaten, Synchron-Schaltwerk und Serien-ADS-Werk schon geguckt. Es gibt früher eine Frage auf Slido, ob heute die letzte Vorlesung von Teil 1 ist. Ja. Ja, so deswegen müssen wir ein bisschen rennen und dann vor Speicher und Schieberegister und Takt spreche ich nur in Hochsprache und aber wir gucken die Schatzwerke nicht genau. Ja? So, Speicher. Warum bauen wir Speicher? Bisher haben wir FreeFlops, 1-Bit Speicher. Ja? 1-Bit natürlich ist nicht genug, um große System aufzubauen. So, wir brauchen mehr FreeFlops. Wir können im K-FreeFlops K-Bits speichern. Ja? Die Frage jetzt ist, wie wir organisieren das Speicher, sodass der Zugriff bekommen ist. Hier darstellen wir mit einem Beispiel für 3-Bits Wörter, nur 3-Bits. Der Hintergrund von 3-Bits ist einfach, das passiert bequem auf einer Folie. Okay. Und das ist natürlich nicht praktisch. Das ist nur zu dieser Vorlesung zu darstellen. Ja? Okay, so was wollen wir mit FreeFlops, mit 3-Bits FreeFlops? Sie können JK FreeFlops, AS FreeFlops oder etwas FreeFlops hier benutzen. Jetzt benutze ich die FreeFlops. So, hier ist ein Speicher von 3-Bits Wörter. Wenn wir einen Speicher bekommen, dann es gibt mindestens zwei Operationen. Ein ist lesen, andere ist schreiben. Ja? So, wir können entweder das Speicher lesen oder schreiben. Dann bauen wir das Control-Bit. Hier ist read. So, wenn read nur ist, dann schreiben wir im Dateispeicher. Wenn read 1 ist, dann lesen wir den Inhalt vom Speicher. Okay, dann hier ist unser Kontrollieren. So, es bedeutet, wenn hier nur ist, dann ist hier 1. Dann ist hier 1, dann setzen wir genau mit die FreeFlops. So, das bedeutet, wenn AD nur ist, dann, wenn AD nur ist, dann schreiben wir L1 zum dieser die FreeFlops nach einem Tag. Dann schreiben wir diese FreeFlop mit L1. Dann schreiben wir diese FreeFlop mit L2. Alles nach einem Tag. Und wenn AD 1 ist, dann schreiben wir hier gar nicht, aber bekommen wir die Ausgabe hier von nur O1 und O2. Ja. Okay, gut. Dann, das ist ein Wort. Wenn wir zwei Wörter haben, dann können wir natürlich auch die zwei Wörter nach einem anderen organisieren. Dann, das ist mit einem Wort, dann brauchen wir zwei. Hm? Dann, für die zwei, ist es Wort 1, hier ist Wort 2. Ja? Das ist natürlich nicht richtig, weil wir jetzt
die zwei mit gleich Inhalten. Ja? So die das obere und untere Wort steht identisch, ja? Weil wir haben keine Adressierung. Wir brauchen einfach Adressierung. We need to address whether we need to write to the first word or write to the second word. Or we need to read from the first word or we need to write. We need to read from the second word. Okay, so this Bacon poem via das Adressierung. So hier haben wir zwei Wörter. Es bedeutet, wir brauchen ein Bit, um zum adressieren. So wir brauchen ein Bit A0 oder A1. So A0 ist, wenn A0 nur ist, dann adressieren wir mit Wort nur. Wenn A nur 1 ist, dann adressieren wir zum Wort 1. Okay? So, dann das ist, es sieht so aus. Hier ist gleich wie früher, aber jetzt haben wir eine Adresse-Leitung. So, wenn A nur ist, dann hier ist nur, dann hier ist Tick. Wenn A nur 1 ist, dann hier ist nicht Tick, aber hier ist Tick. Ja? Okay, so. Dann, das ist natürlich nicht gut genug. Wir brauchen, wenn wir mehr Chip bekommen, dann brauchen wir auch zum Chip zu benutzen. So, hier ist nur mit zwei Wörtern. Wenn wir mehr Chips bekommen, dann bauen wir auch eine zusätzliche Leitung für Chip Select. So, das ist CS. So, dann, wenn dieser CS nur ist, dann nehmen wir auf Chip nur. Wenn dieser CS 1 ist, dann nehmen wir auf Chip 1. Okay, das können wir auch so sehen. Ja? So, CS 1 ist, dann benutzen wir hinter, unter. Wenn CS nur ist, dann benutzen wir oben. Okay. Und dann, natürlich, mit speichert große zwei Wörter ist auch nicht realistisch. Wir brauchen auch mehrere Wörter. Wie kommen wir zum realistischen Speichergröße? Das können wir mit mehr Adressierungsleitungen hier benutzen. Wir gucken noch einmal hier. Das ist mit zwei Wörtern. Hier ist für Adresse nur, hier ist für Adresse 1. Dann, wenn wir zum Beispiel vier Wörter haben, dann brauchen wir zwei Bits hier. Wenn wir acht Wörter haben, dann brauchen wir drei Bits. Wenn wir 16 Wörter haben, dann brauchen wir vier Bits. Wenn wir 32 Wörter haben, dann brauchen wir fünf Bits und weiter. Das bedeutet, was benutzen wir jetzt, ist ein Word Select Nice für mehr Wörter. So, jetzt ein Beispiel, wenn wir zwei Bits hier benutzen, dann, das ist für WordSelectNine nur, das ist für WordSelectNine 1, das ist WordSelectNine 2, das ist WordSelectNine 3. So, das ist gleich wie die Negation von A nur und die Negation von A 1, das ist A nur. Dann hier ist die Negation von A nur, dann die Negation von, Entschuldigung, falsch Richtung. Das ist nur und dann glaube ich, ja, das ist richtig.
Das ist Noah Eis. Dann hier ist Eis. Noah. Das ist Eis Noah. Eis. Noah. Dann das ist Eis Eis. Okay. So, es sieht so aus. Das ist gleich wie das ist für die Adressierung. Okay. Was brauchen wir für solche Adressierung? Ist einfach eine Funktion und diese Funktion ist sogenannte Decoder. Für diese Funktion haben wir zu K-Bits bekommen und wir sorten die Information zu die richtige Adressen indexieren. So, es bedeutet, wir haben K-Bits als unsere Eingaben und die Ausgabe ist mit 2 hoch K-Bits und entweder 0 oder 1. Und von dieser 2 hoch K-Ausgaben, es gibt nur eine aus 1 und die andere ist 0. Okay, das bedeutet jetzt hier, wir haben 2 Bits hier. Diese Funktion haben wir 2 Bits aus Eingaben und produzieren wir 4 Bits aus Eingaben und es gibt nur den einzigen Mintner aus nur aus 1 zu setzen und die andere 2 hoch k minus 1 setzen wir zu 0. Und welche Adresse setzen wir zu 1? Das ist die binäre Codierung von dieser binären Zahl. Die Naturzahl von dieser binären Codierung. Das ist sogenannte Decoder. Das Decoder haben wir natürlich früher schon kennengelernt. Das ist gleich wie unser Adress und Teil von Programmable Logic Array. Gut. So die Frage jetzt ist, ob wird organisieren speichert wirklich sort? Ja, das ist nicht von Hauptspeicher von Rechnen. Vom Hauptspeicher von Rechnen benutzen wir kompakte Lösungen, weil es gibt große Platz. Ja. Aber tatsächlich für typische SRAM-Realisierung, das war gleich wie ich hier dargestellt. Die Eigenschaft für solche Speicher ist, dass es ist ganz schnell und die Zugriffszeit von Daten von Daten unabhängig. Aber das ist teuer und braucht hohen Stromverbrauch. Das ist nur typisch für Cache- oder Registerspeicher benutzt. Da, wir sprechen in ein paar Wochen über das Thema. Das ist ein typischer Static RAM. Benutzt für Register, Cache und das ist gleich wie solche Organisation benutzt. Gut. Gibt es Frage hier? So, ich verstehe nicht wirklich den Unterschied zwischen Lesen und Speichern. So, ich gehe zurück. So, you have to understand the function of D flip-flop. Okay. So, if the clock signal is set to 0, then this D flip-flop would not be set. Okay. So, if the clock is not ticked, then the input you put here is meaningless, okay? So if the clock is set to 1, and after 1 tick,
the flip flop would be set to the value you put into the flip flop. So if you want to control whether you write to this register or not, you just control whether you put this tick or not. If you don't put a tick, then the output here would be the data you stored in the flip flop. Okay, so if you set the tick here to 0, then this is for reading. If you set a tick here to 1, then the data you put from L0 to L0 will be returned to the flip flop. This is understandable. So what you do to control here is that the 3 bits you put here are the data you would like to write to the 3 flip flops. Whether those are the data you want to write or not is controlled by this bit. Okay, this is the controller, whether you intend to write to the flip flops or not. Okay. Give us not mere flip flops of the Faurian. These are Faurian here. 9. Skip no D drive flip flops. Okay, so Christian, I think we have to speed up, right? You are muted, sorry. Okay, so. No, I'm unmuted. I'm sorry, good. So, since I have to speed up a little bit, I hope that I already explained that this part will be super high speed, and the most important information we will be talked later when you look into the computer architectures or the organization of computer hardware. So I would quickly go through the rest of the slides and the important parts of the slides for your knowledge, but those part would not be part of the exam in this semester. So I'm going to talk from now on regarding the slide set today will not be part of the exam. Okay. So what else do we need to know about the memory? So why are registers so important? Because we don't need to spend any time to read the registers, but we need to spend time reading the other memories. So if you would like to read from the first level cache, it may take you a few cycles. If you want to read from the L2 cache, it will take you more cycles. If you would like to read from the main memory, it will take you hundreds to thousands of cycles, depending on the architectures you look. So later on, we will look at the memory hierarchy, and the moment we would also talk about the size of the memories and the impact of their speed. In addition to the register file, the register we just discussed earlier, you can also have the shift register. So the shift register is a special register that you can use to shift to the right, to the left, or shift to the right. Yeah. So for example, you have a register 010110. When you shift to the left, you basically shift this bit out, and you will get 0110 over here. But the last bit, you can decide whether you want to put that to 0 or 1. You can also shift shift register to the right-hand side. And in that case, you can also make this cyclic, or you can also take any number you would like to put. So how do you actually implement such a shift register? It's actually not very difficult. What we need to do is to, again, build an automata. And then we basically look into the input values, the output values we have, and look into the states that we have. And of course, the initial state of the system. And then we just build the table, build the automata. Automata looks a bit
complicated, but it's based on the same thing we have learned earlier. And after this automata is done, you can design the circuits and then simplify the circuits, and then you can actually design that. Yeah. So why are shift registers important? Because when we do multiplications, we actually have to use the shift register. So we need to shift the register to one bit to the left to perform the addition. So multiplication means that we have to write a lot of zeros. We have to copy the date. We have to copy the vector one bit left, and we have to add a lot of them. We talk about how to add a lot of numbers, but we did not talk about how to shift the numbers. So the shift registers are used for this purpose. In addition to the registers, we also have to think about how we organize the memory, the data transfer. So the data must be transferred between different components. And in this case, we have to decide whether we allow all the registers to communicate with each other, or we would allow them to have some special structures for communication. The easy solution is to allow those registers to build end-to-end pairwise communication. So the good advantage is that you can have direct data communication, and also this communication will be very fast. But then you need to consider how to achieve those n to power 2 divided by 2 pairs. So you need to actually have n to power 2 divided by 2 combinations for their direct pairwise communication. And the advantage is that using this, you can also group the n registers into n divided by 2 pairs, and you can at the same time operate them. This is can be done by using switches, but this is basically very difficult to be implemented in the register level. It has been implemented in different levels for low-speed communications. If you're interested, we will talk about that in the lecture of computer architectures. What has been mostly done is to allow all the registers to have one shared communication night to be binded together, and this is called bus. Because there's only one communication fabric, this is easy to design. The data exchange can be also directly done, so this is also fast. But in each iteration, you can only have one pair. And this is not the best for throughput. Sometimes you need a more complicated controlled network to make this possible. And this is with the name called bus. And this is widely used. And this is, if you need to have higher throughputs, then you may need multiple buses to connect those memories together. So this is an example for a bus of 8 1-bit registers. Now, when you look at the registers, you have to think the design options you have. If you have in total 1,000 flip-flops, you can organize them into 1,000 1-bit registers, or you can organize them into 100 10-bit registers, or you can organize them into 10 100-bit registers. They have different advantages and disadvantages, right? So if you need more registers, then you need more address lines to define how you address those registers. And you also need a larger multiplexer and decoder to give you the address, to give you the right addresses.
if you look at the other option that you have, why register, then you have you need a lot of flip-flops for one register. But in this case, within one register, you also need to have more multiplexers. Yeah? So, and you would also need more bus connections to make this accessible. So you have to find a trade-off between these two. And in the reality, this is a trade-off that you have a few registers that are not super bright. They are also not super narrow. So it's a trade-off that you can find in the computers. The last topic that we have in our slides is about the ticks. The ticks is basically to give you the possibility to count. What you need to do for a tick is basically to count from n to zero. So after one tick, you need a counter to actually change the value from the current value minus one. So what you're doing here is basically to switch to design a counter. This counter, for example, starts from 8, starts from 7, and when it counts to 0, you basically have to you know that you have already passed 8 ticks. So how do you do that? Since this is a counter, you basically can design the automata and then write down the corresponding automata control flow and then circuits, and then you can use this to control different flip-flops over here. Okay, so I understand that the last 10 minutes were super fast, and I also did not well organize how I plan to talk about this part. But I hope you will understand that we are super slow this semester. We are supposed to finish these slides already sometime last year, but I was not able to finish that due to a lot of questions asked in the middle. And I want to emphasize that the memory and registers and ticks are of course important for understanding the computer structures. But since they are not as important as the others to understand the basic functionality of computer structures, we have decided to skip some of them in details this semester. If you would like to get more information about the memory registers and ticks, you can read the script. But at least the slides after, let me think, let me see, the slides after, the information after slide number 200 will not be considered to be part of the exam in this semester and in the summer semester as well. Okay, good. So there was a question earlier whether this is the last lecture about the first part of computer structures. Yes, we will move on to look at the second part of the computer structures lecture from this Wednesday. It would be a different area of computer structures. Up to now, we talked about how the basic components in gates, in circuits, in registers and flip-flops work. Starting from next lecture, we will slowly look into how to control your computers from the very low level programming languages perspective. And we would like to use that to understand how the components work together. So this would be slightly different from the topics we have so far. To understand the topic over there, you also need the basic understanding of the first part of the lecture over here. But over here, I would like to conclude the first part of the lecture. If you have questions, please ask Ms. Lido, and if not, we would conclude this for today. So for those who have no questions, see you on Wednesday. Bye. Cheers.
Was genau kommt jetzt nicht in der Klausur dran? So, Schiffregister, Takt und was anderes. Das war's, ja. So, von Slide, von Folien 200. Ja. Yeah. Okay, wenn es keine Frage gibt, dann bis Mittwoch. Tschüss. Bis Mittwoch.